Das Besondere für mich an diesem Projekt ist vor allem die ganze Zusammensetzung und das Ganze drumherum. Das Orchester, das mich begleitet auf der CD, ist die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Und in diesem Orchester bin ich seit einigen Jahren Konzertmeisterin. Ich kenne die Kollegen sehr gut und schätze die und respektiere die. Und bin immer noch nervös, wenn ich dann tatsächlich mich da vorne hinstelle und mich sozusagen in einer anderen Funktion nochmal zeige. Also es gibt zu absolut allen, die da beteiligt waren, eine tatsächliche persönliche Beziehung. Und das hat das Projekt sehr besonders gemacht und irgendwie ist zu einer großen Herzensangelegenheit geworden. Also geht auch beim Booklet weiter. Eine Kollegin von mir hat den Booklet-Text geschrieben. Ich habe selber so ein bisschen versucht, meine Kammermusikpartner als Orchester vorzustellen. Es ist nichts dabei, was irgendwie von außen hinzugefügt wurde. Es kam vor 2 Jahren ein Projekt, da habe ich Beethoven Trippelkonzert gespielt und da gab es in der zweiten Hälfte die Sechste, die Pathetik von Tschaikowski, dirigiert von Jérémy Rorer, der auch jetzt die CD begleitet hat und war absolut begeistert. Da kam das dann, dass ich mir dachte, ich muss irgendwie dann doch Tschaikowski aufnehmen. Ich hatte sowieso den Wunsch, natürlich mit meinem Orchester eine CD zu machen. Und das ist dann immer so eine Frage, was nimmt man auf? Was für mich diese Stücke verbindet, ist wirklich ein Energiefluss. Das Violinkonzert fängt ein bisschen langsamer an und kommt so in diesen Strom. Souvenir de Florence ist sofort da. Also es geht los mit dem Thema und einer ungeheuren Kraft, die auf einen zurollt. Also gerade auch dann mit dem letzten Satz im Souvenir de Florence, der einfach auch viel folkloristische Elemente enthält und auch viel Spritzigkeit und irgendwie Spaß, einfach Spaß. Meine Kammermusikpartner für Sextett sind auch alle gute Freunde. Wir haben teilweise zusammen studiert. Das war wirklich zu spüren, dass wir alle am selben Strang ziehen und wirklich alle mit derselben Leidenschaft das bestmögliche Ergebnis da erzielen wollten. Und da hat sich keiner jetzt zurückgelehnt und sich gedacht, ach, das ist ja Sarahs CD, da muss ich jetzt nicht mich hier in den Vordergrund spielen, gar nicht. Musik zu hören von Menschen, die ja auch ihre Leidenswege hatten und da auch Hoffnungen ausdrücken, das finde ich einfach verbindend. Also das ist es ja schon. Man muss jetzt gar nicht sagen, ja, der hatte diese Krankheit und da kann ich mich jetzt gerade total reinfühlen. Nein, einfach das Menschliche, das da spricht und weshalb wir ja auch immer noch diese Musik spielen.